In diesem Video zeige ich dir, wie du mit Pilates-Übungen deinen Beckenboden stärken kannst. Und zwar solche Übungen, die du überall machen kannst, egal wo du gerade bist. Mein Name ist Kerstin und ich bin Pilates-Trainerin und Fitness-Coach. Und ich zeige dir jetzt in 5 Übungen, wie du den Beckenboden stärken kannst. Die erste Übung, die ich dir zeige, beschäftigt sich einfach nur mit der Atmung. Und zwar legst du für diese Atemübung deine eine Hand unterhalb von deinem Nabel auf deinen Bauch und die andere Hand legst du über den Nabel auf den Bauch. Deine Füße sind leicht geöffnet. Du belastest den ganzen Fuß mit deinem Gewicht, also steh nicht nur auf der Ferse, nicht nur auf den Fußspitzen und deine Knie sind locker. Dann zieh mal deine Schultern nach hinten, dass du eine gute Haltung hast. Und gedanklich ziehst du dich nach oben, als würdest du zur Decke hin wachsen. Das ist deine Grundposition. Und jetzt atmest du ganz tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Du holst so tief Luft in deinen Körper, wie du kannst. Und bläst dann die Luft durch deine leicht geöffneten Lippen wieder nach außen. Und diese Atemzüge sind ganz, ganz lang. Du machst die so lang und intensiv, wie du kannst. Und du spürst, wie beim Einatmen diese Hand, die über dem Nabel liegt, nach außen getragen wird. Und du spürst, wie die Hand, die unter dem Nabel liegt, beim Ausatmen nach innen gezogen wird. Einatmen, füll deinen Bauch mit Luft und ausatmen, zieh deinen Unterbauch nach innen. Also dieser querliegende Muskel hier, den möchtest du beim Ausatmen so gut es geht anspannen. Und dann kommt natürlich noch der Beckenboden hinzu. Wenn du ausatmest, dann ziehst du den Beckenboden nach oben. Ja, der Beckenboden besteht ja aus 3 Schichten, das ist ja mit einfachen Worten ausgedrückt, dein Schließmuskel. Ja? Wenn du auf Toilette bist, dann kannst du den anspannen. Das sollst du aber nicht ständig machen, denn das ist eine schlechte Übung für den Beckenboden, einfach nur zur Visualisierung. Und diesen Schließmuskel, der besteht aus 3 Schichten, der äußersten, einer mittleren und einer inneren Schicht. Und du kannst dir vorstellen, dass die äußerste Schicht ein Aufzug im Erdgeschoss ist. Und diesen Aufzug ziehst du beim Ausatmen leicht nach oben in den ersten Stock. Und dann ziehst du den noch weiter, du ziehst den nochmal hoch in den zweiten Stock und dann bist du bei deiner innersten Beckenbodenschicht. Ja? Also spann deinen Beckenboden an, zieh den leicht nach oben in Richtung von deinem Nabel. Gleichzeitig bleiben deine Pobacken locker und deine Sitzbeinhöcker, die hier so unten sind, diese knöchigen Teile, die so rausstehen, wenn man auf einem harten Stuhl sitzt, die ziehst du leicht zueinander vom Gefühl her. Und dann hast du die richtige Beckenbodenspannung. Also atme ganz tief ein, öffne deinen Bauch, öffne deinen Brustkorb, füll alles mit Luft. Ausatmen, zieh nach innen, Unterbauch geht nach innen, Beckenboden geht leicht nach oben. Sitzbeinhöcker gehen zueinander, Po-Muskulatur locker. Einatmen. Und aus. Denk an den Aufzug. Und ein. Sehr gut. Ja, das braucht ein bisschen Übung und wenn du das regelmäßig machst, dann hast du deine Atmung wunderbar mit der Kräftigung des Beckenbodens kombiniert. Und diese schöne Atmung, die lassen wir auch bei allen weiteren 4 Übungen. Für unsere zweite Übung stellst du dich wieder aufrecht hin, also gleicher Stand. Zieh dich nochmal in die Länge und leg dir deine Hände auf die Oberschenkel. Wichtig ist, dass du zu Beginn wirklich die Schultern nach hinten ziehst. Und jetzt gehst du mit geradem Rücken nach unten. Lässt dich dann unten hängen. Rollst dich Wirbel für Wirbel wieder auf. In den Katzenbuckel. Wenn du oben bist, zieh die Schultern zurück. Schieb die Brust nach vorne. Komm tief nach unten, soweit du kannst.
Lass dich unten hängen und roll dich Wirbel für Wirbel wieder nach oben auf. Atme ein, öffne dich und dann gleite nach unten. Atme aus, komme Wirbel für Wirbel mit einem runden Rücken wieder hoch. Atme ein, füll deinen Brustkorb, deinen Bauch mit Luft. Komm nach unten, dein Beckenboden ist locker. Atme aus, blas die Luft durch deine leicht geöffneten Lippen nach außen. Spann den Beckenboden an. Lass den Po aber locker dabei. Einatmen, öffne dich, füll dich mit Luft. Atme durch die Nase ein. Und gleite nach unten, ganz bewusst. Ausatmen, spann den Beckenboden an. Komm langsam wieder nach oben. Öffne dich. Wie einen Luftballon füllst du deinen Brustkorb, deinen Bauch mit Luft und kommst mit guter Haltung tief. Entspann dich unten. Atme aus. Zieh den Beckenboden nach innen oben. Wie den Aufzug, den du nach oben fährst. Und komm nach oben zurück. Für unsere dritte Übung nimmst du wieder deine Grundhaltung an, gute Körperhaltung, und legst deine Finger ineinander. Du verhakst deine Finger. Schultern entspannt lassen, Knie sind ebenfalls entspannt. Zieh jetzt deine Hände auseinander. Du baust Spannung an den Händen auf und du lässt wieder locker. Bau Spannung an den Händen auf, zieh auseinander. Und löse wieder. Atme aus, zieh die Hände auseinander. Atme ein, löse wieder. Ausatmen, ziehen, spann den Beckenboden, spann den Unterbauch an. Und einatmen, lass wieder los. Ausatmen, fest werden in deinem Unterbauch, in deinem Beckenboden. Sitzbeinhöcker gehen zueinander, Po-Muskulatur ist entspannt. Und lösen. Wechsel zwischendurch mal die Griffposition. Einatmen und aus. Ein und aus. Gut. Übung Nummer 4. Zieh die Schultern zurück, lass die Arme lang nach unten hängen, bring etwas Spannung in deine Arme. Und jetzt kommst du auf deine Fußspitzen hoch und wieder tief. Ganz gleichmäßig belastest du die Füße. Komm hoch und tief. Atme ein, zieh nach oben. Atme aus, komm wieder tief. Atme ein, lass den Beckenbogen locker. Atme aus, spann ihn an. Einatmen hoch, Beckenboden locker. Ausatmen, Fersen absetzen, spann ihn an. Wenn du möchtest, nimm die Schultern mit dazu. Deine Arme sind immer noch unter Spannung. Schultern hochziehen und langsam tief. So tief wie du kannst. Einatmen, komm hoch. Ausatmen, geh tief. Spann an. Sehr gut. Ja, spür mal, was deine Pobacken machen, ob die immer noch relaxed sind oder ob die sich schon ganz fest zusammengreifen. Gut. Und lösen. Und für unsere letzte Übung nimmst du deine Fingerspitzen hinter die Ohrläppchen, öffnest deine Ellenbogen zurück, spürst erstmal die angenehme Dehnung in deiner Brustmuskulatur. Selbstverständlich sind die Schultern entspannt und weg von den Ohren. Und jetzt gehst du für die Bewegung mit den Ellenbogen nach vorne und dann mit dem Kinn Richtung Brust. Du öffnest dich wieder, ziehst die Ellenbogen nach hinten und kommst nach vorne. Dein Oberkörper bleibt aufrecht, also nur deine Schulterblätter rollen sich ein. Beim Einatmen öffnest du dich. Beim Ausatmen kommst du wieder nach vorne. Einatmen, öffne dich, lass den Beckenboden entspannt. Ausatmen, Ellenbogen nach vorne ziehen, der Beckenboden geht nach innen und oben. Einatmen, lösen und ausatmen, anspannen. Zum Schluss atmest du ein und dann ausatmen, lösen.
Ich hoffe, dir haben diese 5 kleinen Übungen Spaß gemacht. Du kannst die wirklich überall einbinden, wo du wartest. Egal ob beim Arzt im Wartezimmer oder du wartest auf den Bus oder du bist zu Hause und putzt deine Zähne. Bestimmte Übungen kann man immer mit einbauen. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß.